Nach Mittelfranken, dorthin ging in diesem Jahr eine Auszeichnung der etwas anderen Art. Denn einen der diesjährigen deutschen Lehrerpreise hat das Gymnasium in Dinkelsbühl bekommen. Barbara Haas und ihre vier Kollegen sind für ihr musikalisches Weihnachtsprojekt Pax Natale ausgezeichnet worden. Sie heimsten damit den zweiten Preis in der Kategorie Innovativer Unterricht ein. Es ist die einzige Auszeichnung, die an eine fränkische Schule ging.